Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute ein historisches Werk, sag ich mal, vor der Brust. Das ist die Schlachterausgabe 1951. Der ein oder andere wird sie vielleicht noch im Regal zu stehen haben, der ein oder andere wird sie vielleicht bei eBay verkaufen. Ich kann nur sagen, lasst sie bei euch, verkauft sie nicht, behaltet sie, denn das ist eine schöne und auch wichtige Ausgabe. Die Schlachter 1951. Hier rechts die Schlachter 2000, die bestimmt auch bei einer Vielzahl von euch im Regal steht, in den verschiedensten Ausprägungen, in einer Studienbibel, vielleicht John MacArthur vielleicht, oder in der Induktionsstudienbibel, oder. Die Schlachter 2000 ist nämlich eine, die ist sehr, sehr verbreitet, auch bei vielen Pfarrern, auch in Freikirchen, in ganz vielen Regionen. Die Schlachter 1951, diese hier, ist eine Revision gewesen, da der damaligen Genfer Bibelanstalt. Die Familie Schlachter hatte dem zugestimmt. Das sind ganz kleine Neubearbeitungen gewesen. Das bedeutet, wenn jetzt jemand eine Schlachter 1951 hat, dann ist die sehr nah dran an der ursprünglichen Ausgabe von 1905. Viele von euch werden es wissen, bei der Revision von 1951 zur Schlachter 2000, das war ja ein großer Wurf damals, haben sehr viele bekannte Leute mitgemacht, wie zum Beispiel für das Alte Testament Roger Libby. Ihr kennt ihn sicherlich, er ist ja einer, der macht haufenweise YouTube-Videos mit Erklärungen. Roger Libby hat das AT hier bearbeitet. Er selber nutzt allerdings aber gar keine Schlachter, er nutzt ja eine angepasste Elberfelder 1905. Und im NT Thomas Jettel Jansen, also er, Herbert Jansen eher gesagt, hatte hier bei der Schlachter 2000 das NT bearbeitet und den kennen wir ja auch von dieser Ausgabe. Die Bibel in deutscher Fassung, auch herausgegeben von Herbert Jansen. Er hat das AT bearbeitet und das NT damals von Jettel. So wie hier in beiden Fällen der Kollege Jansen und im AT der Roger Libby mit seinen Kollegen. Und ich kann mich entsinnen, als ich damals in dem Video gezeigt habe, die verschiedensten Bibelübersetzungen, die hier zu Rate gezogen wurden, auch wie hier. Diese Bibel ist eine Direktübersetzung aus dem Hebräischen und keine Revision von anderen Übersetzungen. Im AT haben wir zusätzlich mit bekannten Übersetzungen verglichen. Bla 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 bla, auch die verschiedenen Übersetzungen. Und da hatte jemand irgendwas mal geschrieben. Irgendein komisches Kommentar mal geschrieben dazu, wieso man da mit anderen Übersetzungen vergleicht. Und das ist gar nicht so unüblich. Und gerade auch wenn viele Kollegen an vielen Übersetzungen und Revisionen schon gearbeitet haben, muss man das auch nicht immer alles neu erfinden. Denn in der 1951er Übersetzung steht nämlich was Ähnliches drin. Und so schreibt er: Der Herausgeber der Bibel hält sich nicht für unfehlbar. Er hat daher von allen ihm zugänglichen gelehrten Hilfsmitteln, insbesondere von den neueren Übersetzungen, ausgiebig Gebrauch gemacht. Das ist nicht so unüblich, auch schon damals nicht, vor gut 100 Jahren. Interessant ist, wenn man sich die verschiedenen Revisionen anguckt, also erstmal, es ist ein Leder auf Pappe Einband, das ist sehr stabil. Ihr habt am Anfang zwei Schwarz-Weiß-Karten. Und Franz Eugen Schlachter, Ausgabe 1999. In dem Vorwort, das ist nämlich ganz interessant, dennoch sind auch in dieser Bibelausgabe nicht alle Hebraismen ängstlich vermieden worden, die sich im Deutschen nicht genau wiedergeben lassen. So vor allem der Gottesname Jehova. Luther hat diesen Namen allenthalben mit Herr wiedergegeben, während in der vorliegenden ursprünglichen Übersetzung nach dem Beispiel der Zürcher Bibel, die überhaupt tunlichst verwendet wurde, öfters der hebräische Name steht im Wechsel mit dem Namen Herr. Eigentlich sollte man ja allerdings, wie die Gelehrtenforschung ergeben, Jahwe und nicht Jehova schreiben. Später dann, in der Revision,
Verschiedene Gründe und Erfahrungen veranlassten den Herausgeber, den erhabenen Gottesnamen Jehova und dessen gekürzte Form ja durchweg mit Herr wiederzugeben. Dann wurde es bei der Revision dann wiederum geändert. Und so ist es ganz spannend, wenn ihr verschiedene Ausgaben habt, die sich über verschiedene Revisionen ziehen, wie sich jedoch Erkenntnisse oder auch Vorstellungen ändern. Was hierbei sehr interessant ist, bei dieser Schlachter 1951, wir gehen da gleich nochmal auf ein paar verschiedene Verse ein. Erstmal kann die andere Jansen-Übersetzung mal hier zur Seite. Legen wir uns mal eine Schlachter hin. Oder eine Schlachter. Die ist natürlich, wenn man sie vergleicht, genauso kompakt wie die mit dem Orange. Buchschnitt von der Schlachter 2000 oder ungefähr wie die mit den Parallelstellen, also halb. Ihr habt natürlich das AT in der bekannten Einteilung, wie wir sie aus dem christlichen Kanon kennen, dann das NT und die Einteilung, wie sie üblich ist, nicht so, wie sie Luther gemacht hat. Ihr habt hier eine zweispaltige Einteilung. Die Verse sind fortlaufend gesetzt worden, das heißt, sie beginnen nicht immer am Anfang, was zu einem besseren Lesefluss führt. Ihr habt an den Stellen keine Parallelstellen, noch nicht 1951, da habt ihr sie nicht. Ihr hattet sie aber sehr wohl, wir müssen mal ganz kurz gucken. In der Ausgabe habt ihr die Parallelstellen auch nicht gehabt. Nee, an der Stelle hattet ihr auch keine Parallelstellen, aber ich glaube, die andere Schlachter 2000, ja, die hatte schon an den Seiten überall ausgiebig für den, der es benötigt, die Parallelstellen. Und jetzt können wir mal gleich direkt auf den ersten Vergleich kommen, wie weit denn die Schlachter 1951 zur Ausgabe Schlachter 2000 Anpassung gemacht hat. Hier gehen Sie noch ganz kurz ein. Im Jahr 51 erschien eine revidierte Ausgabe, genau. Wenn man die nämlich fortlaufend sich die Vorworte anguckt, ist das sehr interessant, auch wer wann wo wie mitgewirkt hat. So. Da haben wir: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Haben wir keine Veränderung. 14. Und Gott sprach: Es seien Lichter an den Himmelsfesten, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre dienen. Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung, da haben wir einen Unterschied, nicht Himmelsfeste, sondern Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Hier haben wir schon eine Satzumstellung und eine Veränderung von einem Wort. Wir gucken mal noch weiter. Wir sind im 1. Mose 13. Und Abram zog mit seinem Weib und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten, AE, hinauf in das südliche Kanaan. Und Abram zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten, mit Ä, hinauf in den Negev. Hier habt ihr nicht Kanaan zu stehen, sondern Negev.
In der alten Ausgabe, da steht noch Kanaan. Es ist interessant, nämlich die Geschichten, nämlich wie Abraham mit seinem ganzen Volk aus Ägypten, das ist ja alles eine mehrfache, doppelte Geschichte, ne, also aus verschiedenen alten Geschichten zusammengesetzt. Diese Geschichte wie Abraham dann in Ägypten, dann mit seiner ganzen Volkmasse zog ins Land Kanaan, ins gelobte Land, was später Mose dann nochmal tat. Hier in der Ausgabe von Schlachter 2000, da steht Negev, da kommt man nicht sofort auf das Land Kanaan. Über die Fußnoten kommst du dann schon hin, dann wieder. Dann wird wieder auf Kanaan verwiesen. Es ist aber manchmal gar nicht schlecht, wenn es schon gleich im Text steht, mit Kanaan. Was damals durchaus etwas schwieriger ist, ist die Kapiteleinteilung. Also wenn ich jetzt hier in der neueren Ausgabe bin, natürlich ist es schön, eine große 18 zu haben, einen Absatz zu haben, eine kleine Zwischenüberschrift. Die habe ich jetzt da links nicht, ne? Man sieht jetzt von hier aus dem Videobild kaum, dass da links schon Kapitel 18 mittendrin beginnt, mit einer Zwischenüberschrift. David aber musterte das Volk und setzte Hauptleute über je 1000 und über je 100. Und David musterte das Volk, das bei ihm war, und setzte Oberste über je 1000 und über je 100. Ist nicht schlecht. Wir gehen mal vielleicht. Anna, vielleicht so ein Klassiker, ein Psalm. Nicht vielleicht unbedingt gleich wieder Psalm 23. An dem wird nämlich nicht so viel geschraubt. Wir nehmen Psalm 24. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdboden und die darauf wohnen, denn er hat ihn über Meeren gegründet und über Strömen befestigt. Klingt da sogar ein bisschen schöner. Nehmen wir noch einen anderen. Psalm 1. Müssen auch bei uns im Konfi-Unterricht die Konfis mitsprechen und lernen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen. Grundsätzlich ist bei der Revision von 1951 zur Revision 2000 inhaltlich natürlich nicht viel passiert. Worte wurden angeglichen an heutige Sprachverhältnisse. Himmelsausdehnung, Himmelsfeste, wobei man aber auch mit den anderen Begriffen sehr gut klarkommt. Ich hätte jetzt gar nicht so ein Problem damit, wenn man die Revision 1951, so wie sie hier ist, neu setzen würde, einfach nur neu setzen würde. Aktuelles Schriftbild, aktuelle Aufmachung, vielleicht mit Parallelstellen, ein bisschen mit Erklärung und sie neu verlegen würde. Ich würde sie kaufen, weil ich eine urtümliche Übersetzung immer sehr bevorzuge, wie zum Beispiel eine CSV-Ausgabe. Denn je mehr ich hier revidiere ins heutige, habe ich so meine Schwierigkeiten mittlerweile. Ist genauso wie wenn man aus einer 84er Luther jetzt dann mit Krampf eine Luther 2017 macht und dann liest man und dann hat man das Gefühl, man ist irgendwie von dem Sprachtext abgehangen worden. Im Anhang gab es jetzt keine Zahlen, Daten, Fakten, sondern nochmal zwei Landkarten und das endet regulär mit der Offenbarung. Ach, wo wir gerade bei Hesekiel sind, suche ich mal Hesekiel 37.
Die Hand des Herrn kam über mich und führte mich im Geiste des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Erde, auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Er führte mich an denselben vorüber, ringsum, und siehe, der Gebeine waren sehr viele auf der Ebene, und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Seht, ich will einen Geist in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Geist mit einer Eins, das heißt ein Lebensodem. Könnte man gleich umreinschreiben. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und einen Geist in euch geben, dass ihr lebendig werdet und erfahren sollt, dass ich der Herr bin. Schlachter 1951 ist eine sehr, sehr schöne Ausgabe, auch vom Sprachgefühl. Man kann sie auch ruhig so lassen, wie sie ist.